Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynastie. Ja, wir haben unser eigenes Haus in der ersten Folge errichtet und haben auch schon da drin geschlafen jetzt. Und jetzt sollen wir auf Jagd gehen sozusagen. Wir sollen uns ein Tier erjagen. Dann wollen wir das doch mal machen. Wir haben einen Speer gebaut. Müssen wir mal gucken, wo wir hier ein wildes Tier finden. So, hier haben wir noch ein paar Pilze. Nehmen wir auch noch mit. Wenn wir schon mal dabei sind. Eine Hasenfalle haben wir auch noch aufgestellt gehabt. Sieht man ja da. Da ist aber noch kein Häschen reingeflitzt. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein bisschen Nahrung da. Aber wir müssen halt auch da uns darum kümmern, dass wir halt Nahrung immer bei uns haben. Und am besten auch Wasser. So, wo haben wir denn hier wilde Tiere? Kann man die überhaupt so einfach mal erkennen? Hier in den hohen Büschen ist es bestimmt schwer. Wenn man so hört, ist es zu spät wahrscheinlich. Also ich sehe noch kein Tier. Ich sehe alles laut, nur Bäume. Alles lauter Bäume hier. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? So, gucken wir mal. Wir werden schon ein Tierchen finden, so ist er nicht. Die Jahreszeit müssen wir auch überleben. Wir können ja gleich mal ins Dorf gehen, wo wir sozusagen gestartet sind. Können ja mal gucken, was es da so Neues gibt, wenn es bloß 3 Tage sind. Vielleicht könnte man das ja ein bisschen verlängern, dass es nicht 3 Tage sind, sondern vielleicht, ja, 6 Tage, sage ich mal. Dass man das vielleicht verlängert mit den Tagen, dass man ein bisschen mehr Frühling hat, ein bisschen mehr Sommer, ein bisschen mehr Winter und so Herbst. Was ist das? Ein Thronvorkommen, okay. Nicht schlecht. Thron kann man auch abbauen. So, na gut, dann gehen wir erstmal auf dem Weg hier weiter. Wilde Tiere sieht man jetzt gerade nicht, soweit ich sehen kann. Nö. Okay, machen wir alles gleich. Wenn wir ein wildes Tier finden, dann werden wir es auf jeden Fall erjagen. Ist das? Blaue Blümchen, okay, brauche ich nicht. So, wir gehen mal kurz auf Journal. Alvins Geschichte. Na, dann machen wir das doch weiter. Sprechen wir mal mit Alvin. Der hat doch immer Kummer und Sorgen hier. Das können wir nicht machen. Dem müssen wir doch mal ein bisschen aushelfen hier. Da war ein wildes Tier. Schnell, hier. Nein, machen wir nicht. Tierquälerei und alles. Nee, nee, ist nicht. Man könnte sich auch bestimmt vegetarisch hier ernähren, aber machen wir nicht. Wir ernähren uns ganz normal und damit hat sich's. Hallo, was gibt's Neues, Alvin? Ich habe den Konflikt meiner Mutter mit Jaugni. Was? Jarogni war satt. Ihr Sohn Dalibor wird meine kleine Schwester Olga nicht alleine lassen. Ich verstehe, dass es für ihn nur ein Spiel ist. Schließlich habe ich in seinem Alter mit Dobromira, seiner älteren Schwester, gespielt. Ich war ein Ritter, mit einem Stock statt einem Schwert, aber ich habe ihre Ehre verteidigt. Wie es jeder Ritter tut, es ist verehrenswert. Jedenfalls bist du ein Dummkopf. Ich glaube, er braucht etwas, das ihn beschäftigt und von meiner Schwester fernhält. Damit auch du etwas Frieden haben kannst, was? Das wäre schön. Gut, dann werden wir doch mal schauen, was wir da machen können. Hier sieht man außerdem die Aussaat. Ich weiß jetzt nicht, was da gepflanzt wird. Aber da hat man auf jeden Fall die Samen gesehen. Das ist auch richtig geil gemacht, alles. Richtig die Details hier und alles. Darauf hat man auf jeden Fall sehr gut geachtet.
So, wo muss ich hin? Hier ins Haus, oder? Kann nicht sein. Wo ist denn hier der Eingang? Gibt's hier überhaupt einen? Hier. Hallo, schön Dalibor. Hallo. Hi, du bist Dalibor, richtig? Ja. Du siehst sehr stark aus stark für dein Alter aus. Hast du jemals daran gedacht, Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Nein, aber ich weiß eine Menge über sie. Hast du gehört, dass sie alle schon in deinem Alter anfangen zu lernen, wie man mit einem Holzschwert kämpft? Woher könnte ich ein solches Schwert bekommen, nicht Ritter? Zufällig habe ich eines bei mir und ich kann es dir geben, weil du eindeutig würdig bist. Ich fühle mich geehrt. Es mag unscheinbar aussehen, aber es ist sicherlich eine ausgezeichnete Übungswaffe für einen aufstrebenden Ritter wie dich. Das sieht doch wie ein normaler Stock aus, um deine Gegner zu überraschen. Und weißt du, was Ritter noch tun, außer Schlachten zu schlagen? Sie reiten Pferde? Auch das. Aber vor allem schützen sie die Damen und Kinder vor Gefahren und sorgen dafür, dass ihnen kein Schaden zugefügt wird. Wirklich? Klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, das ist der wichtigste Grundsatz der Ritterlichkeit. Also gut, danke für das Schwert, nicht Ritter. Jetzt werde ich die Damen und Kinder verteidigen. Gern geschehen, junger Herr, gern geschehen. So, dann haben wir die Quest auch soweit. Jetzt können wir zu Alvin wieder zurückgehen. Mal schauen, was er dazu sagt, dass wir ihn überredet haben. So, da ist er. Hi, ich habe dein Problem mit Dalibor gelöst. Ja, ich sah ihn mit einem Stock durch das Dorf laufen. Du musst eine erstaunliche Überzeugungskraft haben. Dieser junge Mann hört auf niemanden. Du hast mich mit dieser Stock- und Rittergeschichte auf die Idee gebracht. Ich erhielt dieses Brot von Dobromira als Entschuldigung für das Verhalten ihres Bruders. Aber ich denke, du hast es verdient. Hier, nimm es. Dankeschön. Kein Problem. Manchmal gibt sie mir Sachen aus der Taverne ihrer Mutter. Oh, steht ihr euch nah? Nein, ich weiß nicht. Also gut, bis bald. So, Alvins Geschichte. Die wird wahrscheinlich noch ein bisschen Früchte tragen später bei uns. Mal sehen, was da noch kommt. So, hier erstmal schönes Johanniskraut. Das darf nicht fehlen. Das heilt nämlich Vergiftungen schneller. Da sollte man auf jeden Fall immer eine Menge haben, damit man, wenn man vergiftet ist, schön wieder Johanniskraut knabbern kann und dann ist man wieder fit wie ein Turnschuh. So, was können wir jetzt machen? Journal. Kapitel übernehmen. Ach, genau, ein Tier wollten wir ja jagen. Na, dann machen wir das doch mal. Suchen wir uns jetzt mal ein Tierchen. Irgendwo werden wir schon eins finden. Hier irgendwo im Wald gehen wir mal rein. Da gibt es bestimmt welche. Und wahrscheinlich, wenn wir nach Hause kommen, hat sich auch ein Hase in unsere Falle verlaufen. So, wo haben wir denn ein Tierchen? Ein Reh, ein Fuchs, ein Schweinchen, je nachdem, was es ist. Ich nehme alles. Na, wo seid's? Vorne ist doch eins. Ein Schweinchen, oder? Ist das nicht ein Wildschwein? Ja, das ist ein Wildschwein. Es ist ein Wildschwein, es ist ein Wildschwein, es ist ein Wildschwein. Asterix und Obelix bräuchte ich jetzt hier. Erledigt. Mit einem Schlag. Oha. Noch eine Wildsau. Zack! Oh, das Vieh lebt noch. Jetzt aber nicht mehr. Mensch, haben wir gleich zwei gekillt hier. Mann, sind wir gut. Aber warum hat der noch einen überlebt? Ey, das war doch voll ins Gesicht geflogen, der Speer. Das hätte das Vieh doch ja nicht überleben können. Aber wenigstens ist es langsam gelaufen und konnte mich nicht so verfolgen. So, die Stöcker nehmen wir noch mit.
Da haben wir auch unser wildes Tier erlegt und jetzt sollen wir den Sommer überleben. Sehr, sehr schön haben wir das gemacht. Bis zum Sommer sollen wir überleben, das machen wir doch glatt. Das wird ja wohl kein Problem sein. Müssen wir halt mal ein bisschen auf Nahrungssuche und alles gehen. Echtes Johanniskraut, das nehmen wir natürlich auch mit. Es gibt noch ein anderes Kraut, was man mehr am Fluss findet. Mal schauen, ob ich es finde. Hier ist noch ein bisschen. Was? Ein Stein. Nehmen wir mit. Ich suche gerade mal ein Kraut, was man meist hier am Fluss findet. Ahornzweig brauche ich jetzt nicht. Wo ist denn so ein Kraut hier? Hier, diese Pflanze hier. Breitwegerich nennt sich die. Die regeneriert die Energieleiste wieder ein bisschen. Zwar nicht viel, aber immerhin. Also wäre es auch davon ganz gut, wenn man das in der Tasche hätte, beziehungsweise im Dorf oder im Haus, dass man immer ein bisschen was auf Vorrat hat. So ist es immer überlebenswichtig. Steine nehmen wir natürlich auch noch mit. Davon können wir auch eine Menge gebrauchen. Wenn wir Werkzeuge herstellen, dann da ist noch. Zum Beispiel nämlich die Steinaxt. Noch ein Stein da. Also Steine kriegen wir hier auf jeden Fall eine Menge. Sehr gut. Dann werden wir noch mal was trinken. Und da drüben ist auch noch ein Dorf. Da könnten wir ja auch mal rüber gehen. Ich suche mal hier nebenbei noch ein bisschen nach den Kräutern ab. Und dann gehen wir auch gleich zum Dorf auf die andere Seite. Steine nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, da war noch ein Stein. Und da war noch einer. Sehr gut. So, die Steine reichen, denke ich mal, erstmal. Oder hier noch ein paar nehmen wir noch mit. Den hier auch noch. Na komm. Ran hier. So, das reicht an Steinen erstmal. Nee. Jetzt lasse ich mich nicht mehr verleiten dazu. Dann gehen wir erstmal auf die andere Seite. Oh, wir sind auch schon ein bisschen beladen wieder. Ja, die Steine sind wieder schön schwer. Haben wir wieder Wackersteine eingepackt. Mann, Mann, Mann. So, essen müssten wir auch bald mal was. Da können wir uns ja auch bald was warm machen. Ein bisschen Fleisch. Haben wir zwei Eber erlegt. Warte mal, wie viel. Oder warte mal, wir haben doch noch Fladenbrot dabei. Essen wir doch das erstmal. So. Sind wir auch ein bisschen leichter wieder geworden. Auch wenn es nicht viel war. So, hier gibt es auch noch jemanden, der eine Quest hat. Können wir ja mal gucken, was das für eine Quest ist. Ist auch noch so ein kleines Dörfchen. Sieht auch schnucklig aus, ne? So. Okay, hier die Säcke hier. Das heißt, dass hier halt Händler sind. Und die Personen hier, also die Männchen, das sind Leute, die neu ins Dorf gekommen sind und ein neues Dorf suchen. So, Milena, kann ich dir bei etwas helfen? Hast du zufällig Samen bei dir? Ich lege einen kleinen Garten für mich an und könnte wirklich welche brauchen. Wir gucken mal nach Samen. Ich wäre dir dankbar. So, dann gucken wir mal beim Journal. Was will die denn haben? Karottensamen und rote Beetesamen, okay. Können wir sowas hier kaufen vielleicht? Ich habe jetzt nichts. Ida, zeig mir deine Ware. Eier, sehr gut. Eier, wir brauchen Eier. Das ist das Einzige, was wir brauchen hier, ne? Falibor, zeig mir deine Ware. Der hat auch nichts. So, ja, gehen wir aus dem Weg.
Rote Beetesamen, das wird schwer. Und die anderen Samen auch. Obwohl, Karottensamen? Nee, Karottensamen wird nicht schwer. Das ist auf jeden Fall auf der anderen Seite der Insel. So, wer ist denn hier neu von euch? Die Dame. Jadwiga. Ich schaffe eine neue Siedlung und suche Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Aber nochmal hier. Hallo Fremder, ich bin vor kurzem in dieses Land gekommen und kenne hier niemanden. Was kann ich für dich tun? Ja, dann machen wir das zweite Mal. Ich habe gehört, du baust deinen Ruf aus. Mach so weiter und ich denke vielleicht über deinen Vorschlag nach. Reputation erforderlich 50. Okay. Hast deinen Moment Zeit? Schönes Wetter, ne? Wie originell. Ah, Zustimmung gleich minus 5. Na geil. Geht ja gleich gut los hier. Neuankömmlinge, die Bewohner deines Dorfes, um sie zu überzeugen. Die Bewohner deines Dorfes, um sie zu überzeugen, in dein Dorf zu ziehen, musst du die richtige Anzahl an Dynastie-Reputationspunkten erreichen. Du kannst versuchen, sie zu überzeugen, indem du Häuser für sie baust und mit Menschen in der Gegend sprichst, die sich vielleicht deiner wachsenden Siedlung anschließen möchten. Die Leute werden dringend gebraucht, um schneller Ressourcen zu sammeln, die Tiere zu versorgen, Felder zu bestellen, Technologien zu entwickeln und die Lebensqualität aller zu verbessern. Eine Ehefrau ist notwendig, um das Überleben deiner Dynastie zu sichern. Dank ihr wirst du einen Erben haben, der, wenn er das richtige Alter erreicht hat, deine Geschichte fortsetzen, den Ruf der Dynastie verbessern und das Dorf entwickeln wird. Deine Frau kann dir auch helfen, deine Talente zu überdenken und deine Wunden zu heilen. Denk daran, dich nicht nur um dich selbst, sondern auch um deine ganze Familie zu kümmern. Wenn deine Frau mit deinen Handlungen sehr unzufrieden ist, zum Beispiel wenn sie lange Zeit keine Unterkunft, kein Essen oder die Möglichkeit hat, sich im Winter zu wärmen, kann sie dich verlassen und den Erben mitnehmen. Das ist natürlich schlecht. Den Erben soll sie ja nicht mitnehmen. Der bleibt bei mir. Kannst aber sowas von knicken, dass der mitgeht. So. Vielleicht kann ich durch Essen noch ein bisschen was leer machen hier. Ein Haferbrötchen haben wir noch hier. Ah, ein bisschen ist da drunter gegangen, okay. Äpfel können wir noch essen. So. Gut, dann können wir wenigstens wieder rennen. Und sind genau richtig beladen sozusagen. Gut. Dann gehen wir mal auf die andere Seite nochmal und gucken wir mal, ob wir da Karottensamen bekommen. Ich werde mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen was sammeln, dass wir das verkaufen. Auch wenn es nur Stöcker sind und sowas alles. Bringen ja auch Geld wenigstens. Das hier. Das hier. Stöcker und Steine, denke ich mal, sind die auch gut. Überleben. Neues Level erreicht. Nehme ich gern mit. Nehme ich auch mit. Ne, die Kiefer will ich nicht zerhauen. Steine nehmen wir noch mit. Echtes Johanniskraut. Also mal gut beladen wieder auf jeden Fall. Gut, dann haben wir das erstmal und verkaufen mal ein paar Sachen. Ein bisschen Geld können wir ja sowieso gut gebrauchen. Wenn wir sowieso auch Steuern zahlen müssen, müssen wir ja schauen, wo wir hinkommen, ne? So. Ah, jetzt sind wir ein bisschen langsamer, ist klar. Aber das Lustige ist, wenn ich seitwärts laufe, bin ich schneller, als wenn ich vorwärts laufe, oder? Kommt einem das nur so vor? Nee, ist wirklich so. Wenn man seitwärts läuft, läuft man ein klein wenig schneller. Kann ich ja mal machen. Dann laufen wir schneller ins Dorf rein. So. Die müssen sich dann auch fragen, wahrscheinlich, wie läuft der denn, der Bekloppte? So, na gut, wir laufen ganz normal. Ist ja nicht so dramatisch. Verkaufen wir einfach alles, was wir dabei haben, so ein bisschen. Also nicht alles, aber das, was wir halt immer sammeln können: Steine, Stöcker und Johanniskraut. Davon wollen die auch ein bisschen was haben. Tja, handeln muss man überall, ne? Um weiterzukommen. Und das ist auch ganz gut so. Ohne Handel würde hier nichts laufen. So, wer hat denn hier
Da drin ist ein Händler. Da drin auch. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ich hoffe mal, die hat Karottensamen oder sowas da. Karotten und rote Beete-Samen waren es ja. So. Zeig mir mal deine Ware. Okay, du hast nur Fertigessen. Alles klar. Fertigessen wollten wir nicht. Wir wollten Samen. Dann gehen wir mal darüber. In welchem Haus ist die denn? In dem da? Ne, in dem Haus. Hier drin ist er. Mann, ist das nervig, hier so lahmarschig zu schleichen. So, Adelina, zeig mir mal deine Ware. Karottensamen. Okay. Da gucke ich erstmal kurz, wie viel wir brauchen. Kleiner Garten. Einmal Karottensamen und einmal rote Beete-Samen. Okay. Dann nehmen wir auch nur einmal davon. So. Hier können wir ja mal ein bisschen was verkaufen, vielleicht. Machen wir mal die Hälfte davon wenigstens. So. Davon. Auch die Hälfte ungefähr. Ja, machen wir so. Reicht. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz wieder. Das Leder behalten wir auch erstmal, würde ich sagen. Johanniskraut kann man noch verkaufen. Machen wir 11 Stück. Dann haben wir selber noch was. Speisemorcheln können wir auch verkaufen. Machen wir so. Und das war es auch erstmal. So, wunderbar. Karottensamen haben wir schon mal. Ah. Jetzt gehen wir mal hier hinten hin. Nicht noch. Da. Okay, hier auf dem Feld anscheinend. Irgendwo. Nein, nicht auf dem Feld. Der hier. So wie mir. Was hat der? Tierfutter, Fertilizer, Fleisch und Ei. Okay, dann müssen wir wegen Rote Beete in ein anderes Dorf gehen. Aber welches? Das ist so weit weg und das hier auch. Oh, das ist ja lästig. Warum so weit weg immer? Wenn nicht, was sind das hier eigentlich? Leute, Spieler, Einwohner, Ehefrau und Kind, okay, Spieler und Einwohner. Alle Gebäude, Häuser, Crafting, Speicher, Landwirtschaft, Überleben, gibt ja so viel hier. Und hier ist alles mit drin. Eieiei. Wir machen mal die Fähigkeiten kurz, Überleben. Dann machen wir die Überlebenskenntnisse noch weiter hoch. Ja, und den Karottensamen, da müssen wir mal gucken. Der Weg ist mir viel zu weit. Dann gehen wir zur Deniza, weil wir ja sowieso dann dorthin müssen, um mal zu schauen, wie es da so aussieht. Und mal, ich werde mal. Wo ist denn der Kastellan? Wo ist denn der hier? Unigost-Geschichte. Wo ist denn der? Da vorne irgendwo. Ah, hier in der Kneipe natürlich. Ne, hier vor der Kneipe. Schön, dass du dich eingelebt hast, mein Junge. Wie geht es dir in letzter Zeit? Nicht allzu schlimm. Ich habe mein eigenes Haus, ich verhungere nicht und die Leute fangen an, mehr und mehr mit mir zu reden. Das ist gut. Ich habe gehört, dass du seit kurzem Jagdgewohnheiten an den Tag legst. Das habe ich. Es gibt viel Wild in den Wäldern. Ist das ein Problem? Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben hier keine dummen Gesetze, die das Wild den Adligen vorbehalten würden. Und du könntest mir einen Gefallen tun und ein paar Waren verdienen. Ich höre zu. Ein Jägerkollege von dir, Sambor genannt, lebt allein in seiner Hütte. Er mag mich nicht besonders und er ist ein Einzelgänger. Aber bei seinem letzten Besuch in der Taverne ließ er einige Bemerkungen über Wolfsrudel fallen, die zu einem Problem werden könnten. Finde heraus, was er weiß, und ich werde dich belohnen.
In Ordnung, ich werde versuchen, mit ihm zu sprechen. Okay, da haben wir wenigstens wieder eine Aufgabe. 700 Meter in die Richtung, na geil. Aber wir gehen erstmal nach Hause. Nach Hause ist erstmal am schönsten und wichtiger. Ja, außer Puste bist du auch gleich wieder. Tiere, gibt es hier welche? Ich sehe gerade keine. Also ist nicht unbedingt wichtig. Also wir haben ja ein bisschen Fleisch und Essen. Pilze finden wir ja auch noch hier. Aber naja, vielleicht finden wir ja noch unterwegs ein paar Tierchen. Ich meine, den Speer. Ach, den Speer haben wir gar nicht mehr. Okay. Den müsste ich mir erst selber machen wieder. Na gut, dann keine Tierchen. Fleisch haben wir ja noch ein bisschen. Gut. Ist das noch ein bisschen weit? Oder sind wir gleich da? Wir müssen eigentlich gleich da sein beim Dorf, bei unserem Häuschen. Beim Dorf sage ich schon. Da ist unser Haus, ich sehe es schon. Hier sind noch Pilze, die nehmen wir auch noch mit. Wir brauchen ja ein bisschen Nahrung hier. Stöckner nehmen wir auch noch mit. Stein nehmen wir auch noch mit. Und den Pilz hier, komm. Hier war noch irgendwas. Breitwegerich. Breitwegerich so rum. Johanniskraut nehmen wir. Stein, Stock. Ja, nehmen wir alles so ein bisschen mit hier. Warum auch nicht? Man fängt immer klein an. Egal wie, man fängt immer klein an. Und wenn man erstmal die kleinen Sachen halt sammelt, für später, man kann ja immer noch dann größere Sachen verkaufen, wie Tiernahrung oder Tiere überhaupt oder keine Ahnung, was es alles gibt. Da wird es noch so viel geben später und darauf freue ich mich schon. So, dann gehen wir mal nach Hause. Da ist unser Häuschen. Wird schon komisch sein, dann für ein ganzes Dorf verantwortlich zu sein. Alles aufzubauen hierfür. So, genau, wir gehen mal zu unserer Hasenfalle. Wir haben ja bestimmt jetzt ein Tierchen da drin, oder? Na, wo ist die Falle da vorne? Da ist er. Und ein Häschen ist da drin. Sehr schön. Haben wir noch ein bisschen Fett, Leder bekommen und ein Pelz. Ach nee, Pelz nicht, Hasenfleisch, aber. So, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier unser eigenes Dorf richtig aufbauen können. So, das packen wir mal da rein. Das da rein. Das da rein. Nee, das Trockenfleisch nicht. Stöcker aber. Die Steine. Das Leder können wir auch da rein machen. Das Fleisch können wir auch erstmal da rein machen. Wobei, wir können es ja eigentlich auch schon braten. Wäre, glaube ich, besser. So. Braten wir mal das Fleisch, das dauert jetzt ein paar Sekunden. Und dann können wir weitermachen. So. Ja, aber Essen haben wir auf jeden Fall genug da. Wir gehen auch noch mal ins Wasser kurz, dann trinken wir noch mal was. Und dann legen wir uns auch schon schlafen. Ja, dauert noch ein bisschen. Einmal noch haben wir es geschafft. Wunderbar. Fleisch gesammelt. Oder beziehungsweise gebraten, besser gesagt. Ne, wir haben es ja schon gebraten. Trinken wir was. Fertig. Ich will mal kurz gucken, was wir noch so bauen können. Ressourcen. Okay, Holzschuppen geht noch nicht. Craft. Ne, da waren wir ja gerade. Nein, Landwirtschaft würde ich jetzt nicht craften.
Weitere Möbel. Ah, okay, man kann einen Waschzug bauen. Eine Zielscheibe, okay. Fürs Jagen dann. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal schlafen. Gute Nacht. Und das war's mit der Nacht auch schon wieder. Und hiermit beende ich auch die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.